zeige Ihnen im nächsten Abschnitt, wie man ein Mehrebenen-Perzeptron beschränkt auf zwei Ebenen für den Start und dann verallgemeinert auf beliebig viele Ebenen trainieren kann, mit Hilfe des Gradientenabstiegs. Es kommt jetzt, die Formeln, die jetzt kommen, werden Schritt für Schritt im Laufe der drei folgenden Units komplizierter, das heißt umfangreicher. Sie werden aber nicht komplizierter in dem Sinne, dass Sie etwas Neues, etwas dramatisch Neues einführen, was Sie nicht schon bei der linearen Regression oder bei der logistischen Regression zuvor gesehen haben. Wir hantieren mit Ableitungen, mit partiellen Ableitungen und dem Gradientenabstieg. Also es kommt konzeptuell an dieser Stelle noch nichts Neues. Fangen wir wieder am Anfang an. Wir haben hier ein einzelnes Perzeptron, Eingabeebene. Wir haben einen p-dimensionalen Eingabevektor, der irgendein Objekt der realen Welt repräsentiert. Die Eingabeebene wird erweitert, damit wir hier den Gradienten bzw. auch den logistischen, die entsprechenden Loss-Funktionen anwenden können wieder. Das sehen wir gleich. Und in einem Mehrebenen-Perzeptron mit zwei Ebenen, das etwas verallgemeinert ist, können wir auf jeder Ebene beliebig viele Perzeptrons haben. Auf der versteckten Ebene sehen Sie hier eine Zahl von Perzeptrons und hier sehen Sie auf der Ausgabeebene k Ausgaben für k verschiedene mögliche Klassen. An jeder der Kanten zwischen den Ebenen, das heißt jede Eingabe ist mit jedem Perzeptron auf der nächsten Ebene verbunden und jede Ausgabe des Perzeptrons auf der versteckten Ebene ist mit jedem Perzeptron auf der Ausgabeebene verbunden und die Erweiterung entsprechend auch. Und an jeder dieser Kanten stehen Gewichte, die entsprechend mit den jeweiligen Eingabewerten multipliziert in das Perzeptron eingegeben werden, um dort summiert zu werden. Diese Gewichte fassen wir ebenenweise zusammen. Hier sehen wir die Gewichtsmatrix WH für die versteckte Ebene und hier sehen wir die Gewichtsmatrix WO für die Ausgabeebene. Das heißt, sind alle Gewichte, die zusammen mit den Eingaben für die Ausgaben der Ebene entscheidend sind. Zusammen ergeben diese beiden Matrizen den Gewichtsvektor W, der unsere Hypothese darstellt. Ich komme gleich zu Ihnen. Und im Prinzip spielt es keine Rolle, dass wir diese Gewichte als eine Matrix darstellen. Das ist erst einmal nur der Art und Weise, wie wir das neuronale Netz organisiert haben, geschuldet. Am Ende optimieren wir einen Gewichtsvektor. Und dieser Gewichtsvektor kann eine beliebige Reihenfolge der Gewichte aufweisen. Das spielt in dem Sinne erstmal keine Rolle. Es kommt gleich noch eine Unterscheidung zwischen den Ebenen hinzu, aber für den Moment gibt es keine mathematische Notwendigkeit, diese Trennung vorzunehmen. So, jetzt Ihre Fragen. Die Anzahl der Perzeptrons in dem Hidden Layer, ja, ist beliebig? Ja, die ist beliebig. Im Augenblick ist die Anzahl, genau, danke für den Hinweis, ich bin gar nicht so richtig darauf eingegangen. Die Anzahl im Hidden Layer ist beliebig hier. Wir haben hier L Stück. Und das determiniert auch die Größen dieser Matrizen hier. Wir haben hier L Zeilen für die L-Perzeptrons und demzufolge auch L, P und P plus 1 Gewichte dafür, dass wir jeden Eingabewert des Input-Vektors zusammen mit der Erweiterung mit jeweils einem eigenen Gewicht multiplizieren müssen, um das hier einzugeben. Dasselbe sehen Sie dann hier bei der Ausgabeebene. Es gibt K Ausgabeperzeptrons, demzufolge K Zeilen in dieser Matrix
und L plus 1 Spalten. Diese Spalten ergeben sich aus den jeweiligen Ausgabewerten hier, die erweitert der sozusagen die Einbettung des Eingabevektors in diesen versteckten Raum, in diesen Raum, der durch die versteckte Ebene aufgespannt wird, repräsentieren. Das sehen wir jetzt auch nochmal auf der nächsten Folie. Wir nennen diese Eingabe hier den erweiterten Input Space. Das ist der Raum, aus dem das Beispiel X hier stammt. Das ist auch dieses Beispiel X hier stammt, beziehungsweise das hier ist die Variable für den Input Space. Daraus wählen wir ein Beispiel und geben es hinein. Das hier ist der erweiterte Feature Space. Wir haben hier zwar schon eine Repräsentation, eine Eingaberepräsentation unseres Objekts, aber wir erzeugen hier quasi eine neue Feature-Repräsentation. Das neuronale Netz soll eine neue Feature-Repräsentation erlernen. Das ist auch eine Repräsentation des ursprünglichen Objektes, in vielleicht sogar einer höheren Dimensionalität oder einer niedrigeren Dimensionalität, unabhängig von P. Und wir haben den Output-Space, der die K-Klassen repräsentiert. Hier auch noch einmal. Wenn wir nun ein Beispiel haben, ein Beispiel X, das von einem Netzwerk klassifiziert werden soll, dann durchlaufen wir eine sogenannte Vorwärtspropagierung, Forward Propagation. Wir nehmen die Eingabe und multiplizieren sie mit WH. Das sehen Sie hier in der Modellfunktion als tiefste Verschachtelungsebene. Wenn Sie sich die mathematischen Formeln von in sich verschachtelten Funktionen klar machen, dann muss man erst mit der tiefst verschachtelten Funktion anfangen, sie auszurechnen, um dann Schritt für Schritt Ebenen nach oben zu gehen und den finalen Wert auszurechnen. Das heißt, der erste Schritt, den wir gehen, wir nehmen die Gewichte der ersten Ebene, die Matrix hier, und multiplizieren sie mit dem Vektor des Beispiels x. Mit dem erweiterten Vektor. Anschließend wird auf den daraus aus dieser Multiplikation herauskommenden Vektor die Sigmoid-Funktion angewendet, und zwar elementweise. Das fette Sigma hier soll andeuten, dass anstatt die Sigmoid-Funktion auf nur einen Wert anzuwenden. Das ist eine Verallgemeinerung der Sigmoid-Funktion auf einen Vektor, der die Sigmoid-Funktion dann auf jedes Element des Vektors anwendet. Das ist dann der einfache Vektor, das heißt, er repräsentiert diese Ausgaben hier und den müssen wir dann erweitern. Deswegen steht hier oben die 1 und das Ganze wieder zu einer Matrix machen, oder zu einem Vektor. Und im nächsten Schritt der Propagierung multiplizieren wir das Ganze dann mit WO. Heraus kommt wieder ein Vektor und auf den wenden wir nochmals die Sigmoid-Funktion. Wie hier zu sehen. Fragen? Gut. Hier ist das Ganze dann nochmal ausgeschrieben zu sehen, damit es etwas anschaulicher wird vielleicht, wie die Matrixmultiplikationen stattfinden. Die Vorwärtspropagierung eines Beispiels x vom Input zum versteckten Layer. Hier ist die Matrix WH, sehen wir nochmal hier, also diese Matrix hier. Muss ich wieder zurückspringen, Entschuldigung. Und hier ist der erweiterte Input-Vektor. Wir multiplizieren bei der Matrix-Multiplikation hier jede Zeile mit dieser Spalte. Und immer so weiter und erhalten quasi diesen Vektor als Ausgabe hier. Das ist der einfache Vektor yh, der nicht erweiterte. Und im nächsten Schritt wird dieser Vektor erweitert und dann mit wo multipliziert. Wieder jede Zeile mit der Spalte, jede Zeile mit der Spalte und so weiter und so fort, bis
der Ausgabevektor vollständig ist. Entschuldigung, ich habe dann jetzt genau den einen Zwischenschritt vergessen auf beiden Fällen. Die Symmetriefunktion wird auf das Ergebnis angewendet hier. Und das ergibt dann jeweils die Ausgabevektoren. Wir können jetzt, es hindert uns niemand daran, das zu tun, anstatt nur eines Beispiels, auch mehrere Beispiele durch das Netzwerk propagieren. Das können wir folgendermaßen machen. Wir sammeln eine Reihe von Beispielen und packen sie in dieser Matrix X hier zusammen. Jede Spalte entspricht einem eigenen Beispiel. Und die Matrixmultiplikation läuft kanonisch. Wir multiplizieren, um die Beispiele von der Input-Ebene zum Hidden Layer zu propagieren, zunächst WH mit X. Und das geschieht so, dass wir einfach jede Zeile mit jeder einzelnen Spalte multiplizieren und erhalten dann sozusagen die Werte dieser Zeile hier. Diese Zeile mit dieser Spalte ergibt diesen Wert, diese Zeile mit dieser Spalte ergibt diesen Wert und alle dazwischen. Als nächstes wird die Sigmoidfunktion wieder angewendet, analog auf jedes Element der herauskommenden Matrix, und wir erhalten die jeweiligen Werte hier normalisiert oder projiziert auf die Sigmoidfunktion. Diese Matrix wird jetzt wieder durch eine Zeile mit Einsen erweitert, sodass jeder einzelne Ausgabevektor der Beispiele, die wir als Matrix eingegeben haben, zum erweiterten Vektor wird. Und das Ganze wird dann wieder mit WO multipliziert. Diese Zeile mit dieser Spalte, diese Zeile mit der zweiten Spalte, mit der dritten Spalte und so weiter. Das Ganze dann wieder, auf jeden einzelnen Wert wird wieder die Sigma-Funktion angewendet, die Sigmoid-Funktion, und wir erhalten die jeweiligen Ausgaben hier als Matrix. Das wäre dann die Anwendung der Vorwärtspropagierung im sogenannten Batch-Mode. In der Praxis, da neuronale Netzwerke auf Grafikkarten ausgerechnet werden oder berechnet und trainiert werden, Inferenz wird auf den Grafikkarten betrieben, wie auch das Training bietet sich an, aufgrund des Bottlenecks zwischen den Festplatten und dem Hauptspeicher einer Grafikkarte, mehrere Beispiele gleichzeitig durch ein Netzwerk zu jagen im Batch-Mode. Der zweite Schritt ist jetzt der entscheidende, nämlich die Backpropagation. Wie können wir auf Basis einer von berechneten Beispielen oder eines berechneten Beispiels die Gewichte optimieren? Wir verwenden dafür eine Loss-Funktion. Und ganz analog zur linearen, zur logistischen Regression, zur linearen Regression verwenden wir hier einfach den quadratischen Loss, RSS. Wir schauen uns also die für eine Menge von Beispielen, die uns gegeben wurde, die gelabelt wurden, bezüglich aller K-Klassen hier, das sehen Sie hier unten, an, was ist die Differenz zwischen der erwarteten Klasse und der tatsächlich berechneten Klasse bezüglich der verschiedenen K-Klassen hier. Das heißt, wir schauen uns den Fehler jedes einzelnen Perzeptrons hier an. Jeder einzelne Fehler wird quadriert, summiert über die Ausgabe und nochmal summiert über die Beispiele. Um jetzt die Optimierung der Beispiele anhand der Fehlerfunktion vorzunehmen, gehen wir ganz kanonisch vor. Ich gehe dazu nochmal, zeige Ihnen dazu nochmal das Vorgehen bei der linearen Regression. Hier. Das Beispiel ist analog. Wir haben jetzt hier die Modellfunktion, die Fehlerfunktion RSS und in diesem Fall eine sehr angenehme Situation eines globalen Minimums. Und mit irgendeinem Gewichtsvektor landen wir hier und wollen die Gewichte anhand der Beispiele so optimieren, dass wir hier den Gradienten der Hyperebene im Raum langsam aber sicher absteigen. Und all das sehen Sie jetzt hier noch einmal.
Ausgangspunkt ist eine Modellfunktion, hier für den 2-Ebenen-Fall. Unsere Fehlerfunktion, RSS. Und nun ja, in der Realität wird sich dann zeigen, gerade bei Mehrebenen-Perzeptrons, dass die Hyperebenen, die wir erhalten im Fehlerraum, nicht so wohlgeformt sind, dass man nur von einem globalen Minimum ausgehen kann. Hier haben wir eine Situation, dass wir mal einfach zwei zufällige Gewichte von den beiden Matrizen rausgegriffen haben und für diese beiden den Fehler geplottet haben. Und wie Sie hier sehen, kann man zwar vermuten, dass hier in der Mitte irgendwo ein Minimum für diese beiden Gewichte existiert, aber hier ist auch ein kleines Tal, da könnte ein lokales Minimum sein. Und mit Pech landet man bei der Optimierung dort und nicht im Optimum. Das ist anders als bei der linearen Regression oder bei der logistischen, wo man davon ausgehen darf, dass das Ergebnis optimal ist. Nichtsdestotrotz, wir wollen, wenn wir irgendeinen zufälligen Gewichtsvektor haben und hier oben landen, natürlich möglichst nah an irgendeines der Minima zumindest herankommen, möglichst an das globale Minimum. Das heißt, auch hier müssen wir den Gradientenabstieg machen und ganz wie zuvor müssen wir jetzt die Verlustfunktion ableiten. Nabla von L2 für den Gewichtsvektor W ist die partielle Ableitung von L2 bezüglich jedes einzelnen Gewichts hier als Vektor dargestellt. Das heißt, wir müssen L2 ableiten für jedes einzelne Gewicht aus den beiden Matrizen WH und WO. Hier kann man auch erkennen, dass für die Backpropagation zunächst die Unterscheidung zwischen einem Gewicht für den Hidden Layer oder einem Gewicht für den Output Layer keinen großen Unterschied macht. Der Unterschied kommt erst, wenn wir uns anschauen, wie man die partiellen Ableitungen berechnet. Das heißt, für die Backpropagation ist es in der Praxis hilfreich, berechnungstechnischen Gründen aus diesen Unterschied aufrechtzuerhalten. Für die Forward Propagation ist das relativ unerheblich. Wir repräsentieren alle partiellen Ableitungen von L2 bezüglich der Gewichte, die wir in WO finden, mit Nabla O L2. Und das sind dann jeweils die partiellen Ableitungen bezüglich der Gewichte, die in der WO-Matrix auch an dieser Stelle stehen. Und dasselbe machen wir für die Matrix, die Gewichtsmatrix des Hidden Layers und nennen das Nabla H L2. Unser Ziel ist es jetzt, bezüglich schrittweise die Gewichtsmatrizen zu aktualisieren. Zunächst schauen wir uns ausgehend von der Ausgabe, weil dafür können wir direkt den Fehler berechnen. Ich gehe nochmal hier hin. Zunächst schauen wir uns die Ausgabe an des neuronalen Netzes. Und, ich bin ein bisschen weit vorgeschritten jetzt. Das lag an dem Link wahrscheinlich. Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Das ist der Vergleich hier. Entschuldigung, ja, das war der falsche Link. Gehen wir hier hin. So, wir schauen uns zunächst den Ausgabevektor an, berechnen den Fehler bezüglich der Ausgabe und wollen jetzt zunächst diese Gewichte hier aktualisieren, um den Gradienten dieser Gewichte festzustellen. Das passiert hier. Der Update-Schritt, der ist kanonisch. Wir haben die neue Ausgabe-Gewichtsmatrix, die neue Gewichtsmatrix WO und nehmen dafür die alte und summieren sie mit einem Delta für den Gradienten. Und den Gradienten berechnen wir aus Nabla O für die L2-Funktion und der berechnet sich als die negative Lernrate multipliziert
mit der Matrix der partiellen Ableitung hier. Das sehen wir jetzt hier. Und hier nochmal eingesetzt, die Matrix, die wir zuvor auf der Folie schon gesehen haben. Jetzt kann man eine Herleitung machen und man erhält eine geschlossene Formel in Matrix-Schreibweise. Die Herleitung, die ist hier eine Spezialisierung für zwei Ebenen aus der verallgemeinerten Variante für beliebig viele Ebenen. Was wir hier sehen, ist erst einmal in Analogie zur linearen Regression auch den Fehler, der hier eingeht, für den Modellfunktionswert von dem Beispiel x, das wir uns gerade anschauen, und den erwarteten Klassenzuordnungen von x. Beides hier sind Vektoren, nochmal. Und die weiteren Faktoren hier sind im Endeffekt Ergebnisse der Herleitung, der Ableitung, Nabla O, L2. Sie sehen hier außerdem zwei Operatoren, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Hier, dieser Operator ist das sogenannte Hadamard-Produkt und dieser Operator ist das dyadische Produkt. Das sind zwei unterschiedliche Matrix-Multiplikation, gehen wir gleich nochmal drauf ein, zeige ich nochmal ganz kurz am Beispiel. Ja. Vielleicht auch nochmal jetzt als Hinweis, die Formeln werden jetzt, wie gesagt, in dieser Hinsicht komplizierter, aber es ist in dem Sinne nichts Neues. Und wir erwarten jetzt vielleicht über die Übung hinaus in der Abschlussarbeit nicht, dass Sie das mal ebenso alles runterrechnen können, wäre eh viel zu viel Schreibarbeit. Was wir aber vielleicht schon erwarten, ist, dass Sie verstehen, was hier läuft und warum das hier läuft. Der nächste Schritt ist die Weiterpropagierung des Fehlers, den wir für die Ausgabeebene berechnet haben, auf die versteckte Ebene, auf die Gewichte der versteckten Ebene. Im Prinzip passiert hier genau dasselbe. Wir wollen ein Gewichtsupdate machen für die WHA-Matrix und müssen dafür die Ableitung dieser Matrix mit der Lernrate multiplizieren, mit der negativen Lernrate. Negativ deshalb, damit wir einen Gradientenabstieg machen, keinen Gradientenaufstieg. Ganz genauso wie bei der linearen Regression. Und anders als bei der Output-Ebene, wo der Ausgabefehler, das heißt der Fehler der tatsächlichen Ausgabe des Netzwerks eingegangen ist, der Modellfunktionsvektor, geht hier der Fehler der Output-Ebene ein. Und das ist wieder letztendlich das Ergebnis der Herleitung. Hier sehen Sie noch ein neuen Operanden. Das ist eine Projektion auf die, dieser Matrix auf die Dimensionen 1 bis L. Wir nehmen die Erweiterung weg an dieser Stelle. Und wir erhalten in beiden Fällen nun zwei Delta-Vektoren, Delta O und Delta H, für die Ausgabe und die versteckte Ebene. Hier wird dieses Delta dann dyadisch mit dem Eingabevektor multipliziert und das Ganze ergibt dann unser Delta WH, das wir zum Update verwenden. Frage? Eine Lernrate haben wir hier noch nicht inkludiert, oder wie ist das? Das ist die Lernrate hier. Ach so, Eta. Okay. Ja. Sehen wir jetzt aber nochmal in der algorithmischen Anwendung des Ganzen. Gleich hier. Sie sehen jetzt den Incremental Gradient Descent for the Two-Layer NLP, den inkrementellen, den iterativen Gradientenabstieg für das Zwei-Ebenen-NLP. Und die Eingabe sind eine Menge von Beispielen, eine Lernrate Eta und Ausgabe sind die beiden Matrizen WH und WO, die insgesamt unsere Hypothese darstellen, nach der wir suchen. Die Matrizen werden
zufällig initialisiert im Zeitschritt 0 und dann durchlaufen wir die folgende Schleife, bis die Gewichte ein Konvergenzkriterium hinreichend erreicht haben, das heißt, bis die Vorhersagen unserer bis dahin gelernten Modellfunktionen gut genug sind oder genug Zeit verstrichen ist. Und in jedem Schritt gehen wir dann sämtliche Beispiele durch. Wir wollen den globalen Gradienten berechnen, das heißt, wir müssen alle Beispiele durchgehen, berechnen aber jetzt innerhalb dieser Vorschleife hier punktweise für jedes Beispiel den einzelnen Gradienten und summieren den dann einzeln auf die jeweiligen Zwischenmatrizen auf, die mit jeder Iteration da sind. Im ersten Schritt berechnen wir zunächst die Einbettung des Beispiels in den Feature Space, das heißt die erste Ebene des MLP. Anschließend berechnen wir die Ausgabe des zwei-Ebenen MLP, ausgehend von der Einbettung des Beispiels in den Feature Space, multipliziert mit WO und der Anwendung der Sigmoid-Funktion. Das ist jetzt die Vorwärtspropagierung. Als nächstes berechnen wir, wie gehabt, den Fehler der Ausgabe. Und jetzt folgt die Backward-Propagation oder Backpropagation. Zunächst berechnen wir Delta O, ausgehend von dem Fehler C minus YX, die Formel sehen Sie, Sie erinnern sich an die Formel von zwei Folien zuvor, und den übrigen Operanden hier, Faktoren. Und als nächstes berechnen wir in Kenntnis dieses Fehlers für die Ausgabeebene den Fehler für die versteckte Ebene durch diese Formel hier. Dann berechnen wir Delta WH und Delta WO. Hier ein kleiner Unterschied, ein kleines Delta anstatt des normal großen Deltas, dadurch, dass wir nur für dieses Beispiel hier Gradienten berechnen, nicht für alle Beispiele gleichzeitig. Auf den Folien zuvor haben wir es quasi in der Matrix-Schreibweise für alle Beispiele gleichzeitig getan. Wir berechnen also den Gradienten jeweils der versteckten Ebene und der Ausgabeebene und fügen dann jeweils beides den jeweiligen Matrizen hinzu. Das Ganze für jedes einzelne Beispiel, für jeden Zeitschritt. Frage? Weil wir uns jetzt auch nur ein Beispiel angucken, fehlt auch die Summation bei Delta 0, Delta H, oder? Naja, hier gibt es ja in dem Sinne nichts zu summieren. Die Summe läuft ja dann über alle Beispiele. Das können wir jetzt hier nochmal sehen. Ja, Sie sehen hier, die Summe geht über alle Beispiele D. Das heißt, jedes einzelne X daraus. Und das für beide Ebenen. Deswegen berechnen wir hier das große Delta W und hier, um den Unterschied klar zu machen, den punktweisen Fehler oder den punktweisen Gradienten. Kleines Delta. Ja, nächste Frage. Wie genau kommen wir darauf, wie der Fehler für die Hidden Layer ist? Also was ist da die Idee dahinter? Naja, wir nehmen den Fehler, ich gehe nochmal zu der Grafik. So. Wir schauen uns an, was ist der Fehler der Ausgabe. Damit berechnen wir einen Gradienten für diesen Teil der Gewichte. Und da das hier ja auch im Prinzip eine Ausgabe ist, man kann ja das als Ausgabe verstehen, die zu dieser Ausgabe gehört, müssen wir jetzt schauen, wie setzt sich dieser Fehler nach hinten fort, ausgehend von diesem Gewicht und so weiter? Welche Gewichte hatten einen Einfluss auf dieses Gewicht hier von der vorigen Ebene? Das heißt, wir nehmen den Fehler, den wir hier berechnet haben, Delta O,
multiplizieren ihn nochmal mit der WH-Matrix und erhalten dann zusammen mit der Ableitung, es müssen halt zwei Fälle unterschieden werden bei der Ableitung an der Stelle, die den Gradienten für diese Gewichte. Man kann das auch nochmal, ich glaube, es gab irgendwo einen, genau, hier gibt es eine Visualisierung, kommt weiter hinten in der Vorlesung. Dieses Gewicht hat einen Einfluss auf alle ausgehend von diesem Perzeptron verbundenen weiteren Gewichte, letztendlich auf alle übrigen Gewichte, die nicht der Erweiterung entsprechen. Ja. Und das gilt für jedes einzelne Gewicht. Das heißt, wenn wir hier ein Gewicht haben, das wurde von sehr vielen Gewichten hier beeinflusst. Und wir müssen die Gradienten entsprechend weiter durch propagieren. Und das ist auch letztendlich genau das, das ist jetzt hier die Vorwärtspropagierung, das ist genau das, was letztendlich bei der Backpropagation auch passiert. So. Springe ich wieder vor. Genau. Weitere Fragen? Ja, da oben. Was würde passieren, wenn man bei der Learning Rate eine große Zahl nehmen würde oder eine 1? Naja, es würde gegebenenfalls, das kann man hier nochmal sehen, wenn Sie also die Learning Rate sehr groß wählen, dann bedeutet das, jeder noch so kleine Fehler würde deutlich stärker in die Summe der Gewichtsupdate auffallen. Das bedeutet, sie würden schneller den Gradienten absteigen und das bedeutet unter anderem auch, es könnte sein, dass sie die Minima überspringen und plötzlich von hier nach hier springen. Und dann lernen sie weiter und springen plötzlich wieder hierhin zurück und hierhin und hierhin. Es könnte eine Oszillation entstehen um das Minimum herum und gegebenenfalls sogar eine Situation, die zur Nichtkonvergenz führt. Erinnern Sie sich, für das Perzeptron kann man nachweisen, dass es konvergiert in einer linear separierbaren Situation. Für die logistische Regression ist dieser Nachweis nicht möglich. Ja. Könnte man nicht eine Funktion auch aus der Learning Rate machen, sodass sie quasi, dass sie auch abfällt mit der Anzahl der Repetitions? Selbstverständlich, da gibt es auch garantiert Forschung dazu. Und ganz am Ende der Vorlesung hören Sie auch noch das Konzept Momentum, bei dem zumindest die Geschwindigkeit erhöht werden kann, mit dem Sie kontinuierliche Abstiege vornehmen, bis zu dem Punkt, wo das dann aufhört. Aber ja, man kann da auch dort an der Stelle ansetzen und das Verfahren versuchen, robuster zu machen, besser zu machen. Ganz klar. Weitere Fragen? Ja. Ja. Oh, der ist nicht verfügbar, das ist nicht gut. Augenblick. Dann wird er für mich jetzt wahrscheinlich auch nicht sichtbar sein. Na doch, er ist irgendwie da. Aber die Textdatei wird hier nicht angezeigt, warum nicht? Na gut, dann mache ich es halt hier auf. Eigentlich haben wir eine Textdatei gewählt, damit das im Browser angezeigt wird. Aber aus irgendeinem Grund wird das hier nicht passiert. Das kann sein, dass das, ich weiß nicht, wenn das auch bei Cloudflare gehostet ist, dass das daran liegt. Danke für den Hinweis, aber ich zoome jetzt hier mal rein. Genau, der Python-Code von diesem Zwei-Layer-Perzeptron ist hier. Der ist ausführbar, ne? Den kann man benutzen. Insbesondere sehen Sie jetzt hier, ich gehe da jetzt nicht im Detail durch, den können Sie sich ganz in Ruhe anschauen, aber Sie sehen hier, wir haben darauf geachtet, dass die Variablen auch alle ähnlich benannt sind, sodass Sie das alles wiedererkennen, was Sie in den Folien sehen und die jeweiligen Funktionen alle da sind und dann können Sie hier einfach den Algorithmus nochmal Schritt für Schritt in Python-Code nachvollziehen. Probieren Sie es mal aus, spielen Sie mal damit, das schadet nicht. Und wenn Sie einen Fehler finden, gerne. Wenn Sie ganz tief in die Bibliotheken von Deep Learning Verfahren hineinschauen, dann werden Sie analoga dieser Implementierung finden. Natürlich gegebenenfalls mit massiven Optimierungen bezüglich numerischer Approximation und Ähnlichem. Hier ist das einfach nur der Anschaulichkeit halber. Damit könnten Sie nicht konkurrieren von der Geschwindigkeit mit einem besseren Verfahren. So. Gut. Weitere Fragen, wenn wir schon dabei sind? Ja. Ist dann jetzt eine Motivation, um noch weitere Hidden Layers hinzuzufügen? Ja, kommen wir jetzt dazu. Genau.
Es geht noch weiter. Eine Motivation, die ich am Anfang schon genannt habe, ist, wir haben jetzt nicht ganz die Situation, dass wir mit der Heaviside-Funktion versuchen, eine lichtlineare Situation in eine lineare zu verwandeln. Durch die Sigmoid-Funktion, durch die Repräsentation in dieser Welt, in dieser Darstellungsweise, erzeugen Sie eine Situation, in der Sie auch mit nicht linear separierbaren Lernbeispielen umgehen können. Das heißt, Sie werden trotzdem irgendeine Hyperebene erlernen, selbst wenn Sie nicht alle Beispiele perfekt klassifizieren. Und das war ja auch das Ziel der ganzen Übung hier. Und nichtsdestotrotz, zusätzliche Ebenen können dazu führen, dass das, was vorher weniger separierbar war, plötzlich besser separierbar wird. Das heißt, dass ein paar der Beispiele, die sich, wenn man sie nur eine versteckte Ebene oder zwei versteckte Ebenen verwenden, bei drei oder vier oder fünf versteckten Ebenen plötzlich auf der richtigen Seite der in den nachfolgenden Ebenen erlernten Hyperebene landen. Und der Wunsch ist halt, Schritt für Schritt eine leichter erlernbare Situation für die Klassifikation zu erschaffen. Und würde das heißen, je schwieriger die Daten zu separieren sind, desto klüger wäre es, zusätzliche Ebenen zu tun? Kann man vielleicht so als Faustregel stehen lassen, aber würde ich nicht völlig unterschreiben. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die Daten repräsentiert sind und ob man das überhaupt erlernen kann, was da drin steht. Also es ist eine schwierige Mengelage. Insbesondere lässt sich jedes Mehrebenen-Perzeptron, das über drei Ebenen hinausgeht, auf ein Dreiebenen-Perzeptron abbilden. Und wenn man nur lang genug optimiert, oder es gibt zumindest einen mathematischen Beweis dafür, dass es auch möglich sein müsse, das zu tun. Aber der Grund dafür ist halt, in der Praxis hat man nicht so viel Zeit, und dann wirft man halt mehr Hardware drauf und mehr Lernzeit und erreicht dann gegebenenfalls leichter das Ziel. Der Lernschritt in diesem Algorithmus ist kanonisch. Wir berechnen die Modellfunktion, wir evaluieren die Modellfunktion, berechnen die Residuen des Vektors, also den Fehler, die Ableitung der Fehlerfunktion und machen dann den Update des Parametervektors. Wie bei allen anderen Algorithmen auch. So, jetzt kommen wir dann zu diesen beiden ominösen Produkten, die wir da jetzt noch gesehen haben. Die zeige ich Ihnen noch schnell. Das Hadamard-Produkt, also dieser Operator hier, sorgt dafür, dass, wenn zwei Matrizen miteinander multipliziert werden, dass eine Matrix derselben Dimensionalität herauskommt. Das heißt, Sie multiplizieren jedes Element dieser Matrix mit dem äquivalenten Element an derselben Position mit dieser Matrix, und das ist das Ergebnis. Dieses hier mit diesem hier, und das ist das Ergebnis. Dieses hier mit diesem hier, und das ist das Ergebnis. Und dasselbe für hier und so weiter und so fort. Das dyadische Produkt sehen Sie jetzt hier. Da geben wir ein bisschen tiefer, schauen wir mal. Da, das ist gut zu sehen. Ich zoome ein bisschen rein. Hier werden aus, in dem Fall, zwei Vektoren, einem in der Vektorschreibweise, einen in transponierter Form, im Prinzip eine Matrix gemacht von höherer Dimensionalität. Das heißt, wir multiplizieren jeden Wert hier mit jedem Wert hier in diesem Vektor und erhalten dann die Matrix der jeweils paarweisen Multiplikation. Das ist schlicht jetzt einfach notwendig. In diesen Herleitungen haben Sie jetzt vorher, je nachdem, haben Sie vielleicht schon gesehen, haben Sie noch nicht gesehen, stören Sie sich jetzt nicht daran. Im Endeffekt ist es einfach eine Multiplikation, die Sorge dafür trägt, dass die Matrixnotation noch funktioniert und man nicht unendlich viel schreiben muss, um diese Herleitung machen zu müssen. So, jetzt verallgemeinern wir das Ganze
auf beliebig viele Ebenen. Hier haben wir jetzt ein exemplarisches Mehrebenen-Perzeptron mit einer variablen Anzahl von Ebenen. Wieder Eingabeebene, der Input Space hier, die erste versteckte Ebene, dann haben wir insgesamt d Ebenen, die d minus erste versteckte Ebene, deren Ausgabe geht dann in die Output-Ebene hinein und das ist dann die letzte, die dte Ebene oder der Output Space. Wie zuvor fassen wir die Gewichte jeder einzelnen Ebene zusammen hier. Von der ersten Ebene haben wir die Matrix WH1 für die erste versteckte Ebene. Für die Output-Ebene haben wir WO, so wie zuvor, oder, damit wir in einer kanonischen Syntax bleiben, WHD, die dte Ebene hier. Entschuldigung. Und für alle Ebenen dazwischen analog entsprechende Matrizen. Alle Gewichte zusammengenommen hier ergeben unseren Parametervektor w, den wir optimieren wollen mit Hilfe der Verlustfunktion und die unsere Hypothese repräsentieren, der Modellfunktion. Vorwärtspropagierung funktioniert analog zu zuvor. Wir berechnen für jedes eingegebene Beispiel hier zunächst die Multiplikation mit WH1, sehen Sie hier. Dann die Sigmoidfunktion davon bezüglich der Aktivierungsfunktion. Die in erweiterter Form werden dann wiederum multipliziert mit der nachfolgenden Matrix, erweitert und so weiter. Anwendung der Sigmoidfunktion, bis wir zuletzt bei der Ausgabeebene mit der Gewichtsmatrix WHD multiplizieren und zuletzt die Sigmoidfunktion anwenden. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal die Analogie. Sehen Sie jetzt hier. Zwei Ebenen, die Verschachtelung und bei mehreren Ebenen kommen einfach noch mehr Verschachtelungsebenen dazu. Die Backpropagation sieht ganz so aus wie vorher. Wir nehmen dieselbe Fehlerfunktion, den quadratischen Loss, L2 oder RSS und müssen jetzt wieder ebenenweise ausgehend von einer Ausgabe und dem Fehler der Ausgabe Ebene für Ebene die Gewichte oder den Gradienten der Gewichte errechnen, um dadurch alle Gewichte des Netzwerks zu optimieren. Ganz analog zu vorher, hier Nabla L2, die einzelnen partiellen Ableitungen bezüglich aller Gewichte des beliebig tiefen Netzwerks, des Netzwerks mit D-Ebenen. Und hier das generische Update für die Ebene S, wobei wir 1 bis D, S zwischen 1 und D variieren kann. Das heißt, wir haben den neuen Gewichtsvektor, den neuen Gewichtsmatrix WHS und die alte Gewichtsmatrix WHS wird summiert mit Delta WHS. Und dieses Delta WHS, das heißt den Gradienten hier, den müssen wir ausrechnen und das geschieht ganz analog zu vorher hier durch Einsetzen der partiellen Ableitung aller Gewichte, die in WHS drin sind und Multiplikation mit der negativen Lernrate, um den Gradientenabstieg zu erzeugen, anstatt einen Gradientenaufstieg. Negativ deshalb. Hier die Matrix selbst nochmal und als nächstes eine Fallunterscheidung. Sie sehen hier die verallgemeinerte Situation, so wie hier. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen den verschiedenen Ebenen, Input, also das heißt erste versteckte Ebene, Input von Input zu erster versteckter Ebene und von letzter versteckter Ebene zur Output-Ebene. Bei der Herleitung der Ableitung müssen wir das sehr wohl tun. Wenn wir ausgehend von der Output-Ebene die Ableitung betrachten, dann sehen wir hier im Prinzip dasselbe, was Sie schon vorher gesehen haben beim Zwei-Ebenen-Perzeptron. Hier jetzt Delta HD genannt
vorher Delta O. Nochmal zur Erinnerung, wir berechnen den Modellfunktionswert, den Fehler davon und die weiteren Faktoren sind Teil der Ableitung. Hier in Vektorschreibweise, das Ganze wird summiert über eine Menge von Beispielen, die uns gegeben sind und dann multipliziert mit der Lernrate und sowie dem, der Ausgabe oder dem Modellfunktionswert sozusagen der Ausgabe der Ebene yHD minus 1. Also der, dem Teil der Modellfunktion, der bis zur Ebene HD minus 1 geht. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich zeige das nochmal. Sehen Sie hier, der Teil der Modellfunktion, der bis yHD minus 1 geht, sehen Sie hier. Das ist im Prinzip der innere Teil hier. So. Der allgemeine Fall sehen Sie hier. Das ist jetzt im Prinzip zurückgehend von jeder Ebene bzw. ausgehend für jede Ebene S nehmen wir den Fehler, der zuvor für die Ebene S plus 1 berechnet wurde, multiplizieren ihn mit der transponierten Gewichtsmatrix WHS plus 1 und den weiteren Faktoren, die die Ableitung ergeben hat und erhalten Delta HS jeweils projiziert. Das Ganze dann wieder multipliziert, dyadisch multipliziert mit yHS minus 1, der Ausgabe der vorigen Ebene, für alle Beispiele und der Lernrate. Summiert für alle Beispiele und der Lernrate. Und dann haben wir den letzten Fall, den wir unterscheiden müssen, nämlich für die Eingabeebene. Hier unterscheidet sich das Ganze dann dadurch, dass das dyadische Produkt dann mit x stattfindet, mit der tatsächlichen Eingabe. Ansonsten entspricht das hier im Prinzip dem vorigen von der Formel her. Wir erhalten Delta H1. Das Ganze gießen wir jetzt wieder in einen Algorithmus. Das ist der inkrementelle Gradientenabstieg für ein D-Layer-MLP. Eingabe wieder ein Datensatz von Beispielen, eine Lernrate und Ausgabe sind D-Matrizen, die die Gewichte der jeweiligen Ebenen des D-Layer-MLP enthalten. Und unsere Hypothese repräsentieren. Jede einzelne Matrix wird zufällig initialisiert im Zeitschritt 0. Wir gehen wieder, treten wieder in die Schleife ein, die so lange läuft, bis ein Konvergenzkriterium erreicht ist für das gesamte Netzwerk. Und in jedem einzelnen Zeitschritt gehen wir jetzt jedes einzelne Beispiel einmal durch und berechnen den punktweisen Gradienten für das Beispiel. Erstens durch Auswertung der Modellfunktion für die erste Ebene hier, dann für alle weiteren Ebenen und zuletzt für die Ausgabeebene. Wir berechnen den Fehler der Ausgabe, Delta, und der dient jetzt für die Berechnung der Backpropagation in 7a und 7b. Zunächst für die letzte Ebene, Delta HD, Eingabe des Fehlers, die Formel für die Backpropagation für die letzte Ebene, die Sie auf der vorigen Folie gesehen haben. Dann für alle Ebenen mit Ausnahme der vorletzten Ebene vor dem Input. Dieselbe Formel für alle Ebenen davor, ne? Weil hier die anderen beiden Schritte kann man normalisieren, indem man, Augenblick, ja, da hier die Formel gleich ist. So, die Deltas haben wir jetzt ausgerechnet. Als nächstes, also das heißt, hier müssen wir bei der Ausgabe der Delta die Output-Ebene im Fall von allen vorigen Ebenen unterscheiden. Und dann beim Gewichtsupdate müssen wir die Input-Ebene unterscheiden von allen nachherigen Ebenen. Und das geschieht jetzt hier. Der Update, der geschieht jetzt für die erste Ebene. Der Gradient für die erste Ebene wird hier berechnet mit Eta mal Delta H1 dyadisch multipliziert mit der Eingabevektor x und dann aufsteigend für alle nachfolgenden Ebenen Delta HS für die jeweiligen Zwischenebenen.
Das Ganze wird dann im Update-Schritt summiert auf die jeweiligen Gewichtsmatrizen jeder Ebene. Kommen Sie noch mit. Wer kommt nicht mit? Fragen. Muss mir das nochmal in Ruhe angucken. Ja. Verstehe ich. Wir schauen hier nochmal auf den Zwei-Ebenen-Fall. Der Algorithmus unterscheidet sich fast gar nicht. Hier haben wir einfach nur die Output-Ebene und die versteckte Ebene und das Update jeweils. Und hier müssen wir in Schritten 7a einfach nur unterscheiden, welchen der drei Fälle wir gerade vorliegen haben. Die Berechnung des Fehlers muss per Backpropagation stattfinden. Das heißt, wir müssen die Ausgabeebene unterscheiden von allen Ebenen vorher. Das sehen Sie jetzt auch hier nochmal. Doch so vorgehen. Sehen Sie hier nochmal anhand der Unterschiede der Formeln. Diese Formel ist dramatisch unterschiedlich von den beiden hier. Und beim Update oder beim Berechnung des Gradienten der jeweiligen Ebenen müssen wir diese Formel hier unterscheiden von den beiden hier, denn der Unterschied besteht hier einfach nur in der Verwendung von x versus der Verwendung der Einbettung in einen Feature-Space in der Mitte des MLP. Aber ja, man muss sich das noch einmal vergegenwärtigen. Das ging jetzt definitiv nicht langsam. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass zumindest eine Sache rübergekommen ist, nämlich, dass hier eine schrittweise Verallgemeinerung stattgefunden hat, die ausgehend von dem Wunsch, ein Problem immer weiter linear zu separieren und der Anwendung, das dadurch möglich zu machen, dass man zusätzliche Ebenen dem Netzwerk hinzufügt, einfach nur eine komplexere mathematische Situation nach sich gezogen hat, anstatt eine komplexe neue Art und Weise, das zu tun. Alles, was Sie hier gesehen haben von den angewendeten Techniken, haben Sie schon bei der logistischen Regression gesehen und bei der linearen Regression davor. Es ist einfach nur eine Erweiterung, Verallgemeinerung, Generalisierung und stärkere Herstellung von Robustheit dieser Verfahren. Ich hoffe, das konnte ich halbwegs vermitteln. Auch hier ist der Python-Code gegeben. Den können Sie sich auch nochmal im Vergleich dazu anschauen. Der Lernschritt ist kanonisch. Modellevaluierung, Berechnung der Residuen, Berechnung der Ableitung, der Fehlerfunktion und Parameter-Vektor-Update. Was jetzt auf diesen Folien, auf den Bemerkungsfolien kommt, ist die tatsächliche Herleitung, die ich vorher mir ausgespart habe. Die sehen Sie jetzt, die wird hier versteckt. Wenn Sie hier hingehen, dann können Sie sich auch diese Härtung angucken. Die wird definitiv überhaupt nicht erwartet. Aber wir haben sie der Vollständigkeit halber mal berechnet, wie zu sehen ist, dass da kommt die Komplexität tatsächlich rein. Da muss man tatsächlich mit höherer Mathematik umgehen können, um diese Ergebnisse dann schlussendlich zu erhalten. Aber im Vergleich zu dem, was bei der logistischen Regression passiert ist, wenn Sie das verstanden haben, dann genügt das, um zu verstehen, was hier passiert. Letztendlich ist hier dasselbe passiert. Es wurde einfach nur eine recht komplexe Formel abgeleitet. Ja. Wie vielen Layern arbeitet man denn in der Praxis, also in der Industrie? Man spricht von tief. Das kann ich nicht sagen. Viele. So viele wie nötig, so wenige wie möglich. So ungefähr, dass man eine Vorstellung hat? Ja. Über 100?
Dutzende, Hunderte. Das hängt sogar vom Problem ab. Manche Probleme erfordern viele Ebenen, manche Probleme erfordern das nicht. Man muss leider sagen, und das gilt auch für alles, was bis jetzt in Machine Learning gekommen ist, ausprobieren. Es war alles ausprobieren. Jemand ist auf den Gedanken gekommen, Mensch, man könnte ja logistische Funktionen da anwenden bei der linearen Regression, dann wird das ja robuster, super. Ne? Hat da funktioniert und war revolutionär. Und das wird sich auch jetzt gleich noch fortsetzen mit dem Ausprobieren. Maschinelles Lernen oder das Konstruieren neuer maschineller Lernverfahren ist zu einem Gutteil das Ausprobieren von Methoden, von denen man glaubt, dass sie sich auch dafür eignen könnten, und der Vergleich der neuen Methoden mit den existierenden. Und wenn sie besser sind, dann nimmt man sie halt. Ja. Nochmal bitte? Ob ein Hidden Layer reicht? Zwei. Zwei. Ja. Genau. Okay. Kann man Aussagen darüber treffen, wie es sich verhält, je nachdem, wie viele Neuronen man in einem Hidden Layer hat? Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden, glaube ich. Also kann man Aussagen darüber treffen, wie viele Hidden Neuronen man am besten für ein Problem? Ach so, auf jeder Ebene meinen Sie? Ja. Ja, also es hat sich in verschiedenen anderen Verfahren gezeigt, dass zum Beispiel, also im Autoencoder sehen Sie das ja, dass die neuronalen Netze dazu zu bringen, dass sie nicht immer dieselbe Dimensionalität auf jeder Ebene haben, dazu führt, dass das Modell dazu zwingt, eine andere, neue Repräsentation zu finden. Wenn wir immer dieselbe Dimensionalität haben, könnte das Modell ja einfach die Werte durchschleifen, ne, wenn es sich ergibt. Und man zwingt durch die Veränderung der Dimensionalität auf jeder Ebene das Modell dazu, etwas anderes zu tun. Aber auch da, es handelt sich um einen Hyperparameter, der letztendlich zu optimieren ist. Auch hier kann es problemabhängig sein, was sinnvoller zu tun ist. Sollte man eine Dimensionalitätserhöhung anstreben, eine Verringerung? Sollte man eine Art Fliegenmuster haben, wie beim Autoencoder oder? Gab viele Ansätze über die letzten 10 Jahre, viel wurde ausprobiert, dann hat sich dann doch gezeigt, okay, wenn man mehr Computing Power drauf wirft, dann geht auch das Einfachere. Ist leider alles auch ausprobieren, vieles, also sehr viel davon. Ja. Es gibt keine Regeln in dem Sinne, es gibt nur Erfahrungswerte. Ja, ganz. Also eins steht fest, es gibt ja einen ganzen Forschungsbereich, der Lerntheorie heißt und wo man sich die Frage stellt, kann ich hier irgendwas beweisen? Ne, also kann ich irgendwas verallgemeinern und Regeln dafür aufstellen, was denn wahrscheinlich besser ist? Ne, bis jetzt, es gibt natürlich sehr viel Lerntheorie und man nimmt natürlich die als funktionierend gefundenen Verfahren heran, um sie zu analysieren und nachträglich daraus zu lernen, was denn gegebenenfalls besser funktioniert und warum und was die Eigenschaften von diesen Verfahren sind. Aber tja, mehr kann ich leider auch nicht zu dem Thema sagen. So, dann sind wir bei dieser Unit dann tatsächlich auch am Ende. Upsi, was ist jetzt passiert? Achso. Da muss ich doch.